Schimanski redet nicht, er handelt. Die Figur des Hauptkommissars liegt Ende der 70er schon eine Weile in der Schublade, gilt aber nicht als mehrheitsfähig. Zu extrem, bis man sich dann traut. Schimanski, der Kommissar, der nicht nur gegen Verbrecher kämpft, sondern gleich gegen die Mächtigen, gegen das ganze System. So, ich dachte, das Geld, das stammt aus dem Drogengewinn von NL Kabasch. Ich hab doch eine Frage, bitte, entschuldigen Sie. Sagen Sie mir, Herr Zech, stimmt es, dass Sie Ihr Ministerium über die wahre Herkunft der Gelder getäuscht haben, ja? Nicht? Und dafür hat er 1,8 Millionen Schmiergelder bekommen. Ja, meine Damen und Herren, bitte beruhigen Sie sich doch. Er ist der erste Polizist, der auch bei der 68er-Generation gut ankommt. Ein Robin Hood mit Dienstmarke. Der Held wohnt selbst im Viertel der Verlierer, spricht ihre Sprache und hat gute Kontakte zum Milieu. Kommst du, Idiot! Hör auf mit der Scheiße! Du Scheiße. Die ganzen Scheiße. Scheiße! Scheiße. Scheiße. Damals ging aber eins parallel einher, dass sich die Presse ungeheuer eingemischt hat. Ja? Also ich glaube, nach der ersten Sendung hat die Bild-Zeitung gezählt, wie oft er in einem Film Scheiße gesagt hat. Das war das 18. Mal in diesem Fall. Was notierst du denn da? Du hast bis jetzt 18 Mal Scheiße gesagt. Scheiße, 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 35 Mal Scheiße im Tatort. Das war schon, das war ja... Es ging ein Aufschrei durch die Republik. Scheiße! Die haben ja gegen Schimanski geschossen. Ja? Der wurde ja erst viel später zum Kult. Eigentlich war das ja ein Feindbild. Ja? So ist die Polizei nie im Leben und. Durch ihn hat sich das Bild des Fernsehkommissars grundlegend verändert. Keine Tatortfigur nach ihm hat die Reihe jemals wieder so geprägt. Und auch wenn ihn zunächst viele abgelehnt haben, am Ende lieben ihn die Zuschauer. Schimanski! Für seinen selbstlosen Gerechtigkeitssinn und seinen Auftritt. Ich habe mir da ein paar dunkle Jeans rausgesucht, ein paar Cowboystiefel und die Jacke, die war grün. Das war alles vorbereitet, lag alles auf dem Bett. Und dann kam ich rein, angezogen und dann guckten die sich gegenseitig an und sagten, das geht nicht. Das ist ja paramilitärisch, wie du da aussiehst. Zieh dir endlich mal eine ordentliche Jacke an. Damit du zumindest aussiehst wie ein anständiger Polizist. Ja, aber ich habe gesagt, du musst doch dieser Figur auch einen Charakter geben. Und ich sehe den halt so, der pennt in seiner Jacke. Das ist kein einfacher Beruf, der hat zu observieren. Der liegt die ganze Nacht in seinem Wagen, in seinem Kalten. Der hat eine Jacke, der hat keinen Anzug an. Und ich kann keinen Trenchcoat verdammt nochmal haben. Da haben sie gesagt, naja, aber das ist doch eine Kampfjacke. Lass uns die doch entfärben. Dann hat die doch das Paramilitärische nicht mehr so vordergründig. Die Achselklappen nehmen wir ab und wir entfärben die einfach. Wir ziehen diese grüne Soße da raus und dann habt ihr eine prima Jacke. Was ist das hier? Was ist denn das? Die Jacke ist im Arsch. Und die zahlst du? 200 Eier. 200 Eier? Die kriegst du für 75 Mark in jedem Kaufhaus. Tomanski-Jacke oder Jablonski-Jacke oder wie die heißt. Schimanski?